Hallo und ganz recht herzlich willkommen. Ich bin's, Janina von den strahlenden Momenten. Hallo. Zunächst einmal möchte ich dich ganz recht herzlich auf meinem Kanal und natürlich auch zu diesem Video hier begrüßen. Es ist wieder Zeit für Verrückt Kreativ. Wow, Staffel 4 und wir befinden uns sogar schon in Woche 4 an Tag 2. Das heißt, ich habe hier vor mir liegen eine kleine Schachtel mit Inhalt von der lieben Antje und ich bin mega gespannt, was sich darin verbergen wird. Und damit wir hier nicht alle viel zu lange auf die Folter gespannt werden, mache ich das auch schon mal gerade auf. We will see. So. Und Ka-ching. Es gibt ja dieses Mal eine Änderung. Das heißt, ich bin sehr, sehr gespannt. Das ist jetzt das erste Projekt, was ich seit dieser Änderung hier in den Händen halte. Und ich bin mega gespannt, was das so mit sich bringen wird, diese Änderung. Wir haben so ein bisschen rumgeflaxt, was man da alles so machen kann. Und ich hoffe, dass nicht alles, wo wir rumgeflaxt haben, in dieser Staffel auch genutzt werden wird. Aber jetzt geht es erstmal darum, zu schauen, was ist in diesem Päckchen. Und dann kann ich mir kurz Gedanken machen und mir auch schon mal Sachen parat legen in der Zeit, wo du dann das Intro siehst. Okay. Okay. Gut, das ist wieder einmal recht überschaubar. Es ist von Antje und ich mache jetzt einfach mal bei ihr ein Häkchen, denn sie ist ja nun mal fertig. Und ja, jetzt gucken wir uns doch mal an, was sie hier Feines gezaubert hat. Auch eine sehr interessante Kartenart. Ich weiß gar nicht, ob das so eine Interlock-Karte ist, ob man die so nennt. Ich weiß gerade nicht mehr. Habe ich zwar auch schon bei mir auf dem Kanal gemacht, aber Nun gut. Also, ich habe hier absolut blank. Hier ist gar nichts mit bei. Das macht es für mich jetzt gerade nicht viel leichter. Ich habe hier 5 Briefumschläge. Auch da muss ich mir gleich einen raussuchen. Und wow, was bin ich gespannt. Bevor ich das jetzt aber mache und loslege, möchte ich dir einmal kurz zeigen, was ich jetzt überhaupt zur freien Verfügung habe. Denn wir haben gesagt, wir möchten ausschließlich mit aktuellen Produkten arbeiten, die für dich auch bestellbar sind. Das heißt, wenn du jetzt hier was siehst, wo du sagst, so, boah, finde ich total toll, möchte ich nachbasteln, dann möchten wir dir das auch damit ermöglichen. Und ich habe tatsächlich eine klitzekleine Ahnung, was ich machen möchte. Ich habe mir aber hier schon mal provisorisch hingelegt meine Stempelsets, die aus den aktuellen Katalogen sind. Ich habe hier Weihnachten im Wald, ich habe das Wichtel Wunderland und ich habe Sprüche und natürlich auch den süßen kleinen Pinguin. Jetzt muss man natürlich sagen, Pinguin und Rehe passen nicht so wahnsinnig gut zusammen und die Wichtel ist auch eher schwierig. Ich werde also mal schauen, wohin es mich am Ende ziehen wird, was ich machen werde. Und vielleicht ist es auch komplett obsolet, sobald ich hier den Umschlag gezogen habe. Man darf auf jeden Fall gespannt sein. Das lege ich mir schon mal hier vorne hin und mache mir nur noch meine Stanzform parat. Und dann geht es los. Also, in diesem Sinne, gleich geht's weiter. Okay,
Also, meine Stoppuhr ist parat. Ich hoffe und denke, dass ich mir hier alles Notwendige parat gelegt habe. Alternativ habe ich aber mal nachgehört, darf ich auch noch mal kurz auf Pause stellen und mir etwas holen für den Fall, dass ich noch etwas anderes benötigen werde. Und ja, würde mal sagen, das ist jetzt das erste Projekt, was ich in diese Runde mache mit diesen Umschlägen. Und ich muss sagen, ein bisschen Respekt habe ich schon. Aber wir legen los. Und ich ziehe mir jetzt einfach einen mit geschlossenen Augen. So. Lege die anderen drei auf Seite. Das ist nicht mehr mein Metier. Hat sie auch ganz toll gemacht hier mit den Fragezeichen. Ich will hier nichts kaputt machen. Na. Ich hoffe auch, dass ich das nicht kann. Mein Projekt habe ich auch schon abgedreht und die Briefumschläge sind auch schon fertig. Benutze Blautöne. Okay, gut, das kriegen wir hin. Benutze Blautöne, Blautöne, Blautöne. Dann nehme ich die kleinen Wichtel hier und werde etwas abstempeln und kolorieren. Und da werde ich auf jeden Fall auch Blautöne für nutzen. So, alle davon brauchen wir wahrscheinlich nicht, aber lieber zu viel wie zu wenig. Und dann habe ich hier auch schon Farbkarton. Und dann habe ich aber auf jeden Fall auch Glück gehabt, hoffe ich doch, dass da jetzt auch nichts Fieseres mehr kommt. Auch für die anderen hoffe ich das. Ich habe mich auch bemüht, dass ich nichts Bösartiges bei mir mit reinpacke. Aber mein Empfinden muss ja nicht immer gleich dem sein, was die anderen empfinden. Deswegen hoffen wir einfach mal das Beste. So. Ich nutze einmal das Häusle und habe ich so schön den Mund so voll genommen, ne? Ich habe alles hier liegen, was ich brauche. Ja. So. Und ich glaube, alle Wichtel brauchen wir auch gar nicht. Aber den mit der Lampe, den finde ich auch noch süß. Das werde ich auf jeden Fall auch noch versuchen. Naja, ist nicht schlimm. Und den jungen Mann mit der Lampe. Ups, was ist der hier? Nee. Wo ist er denn? Mit der Lampe. So. Überall habe ich hier diese Abdrücke. Ist natürlich Wahnsinn. So, die kann ich hier schon mal wieder einsortieren. Zumindest halbherzig, dass sie nicht mehr im Weg rumfliegen. Und jetzt stanze ich mir das Ganze auch noch mal aus. Das lege ich auch noch mal gerade auf Seite, damit ich hier nichts kaputt mache. Und hier kommt auch schon meine liebe Stanzmaschine. So, dann gucken wir mal. Den Pilz haben wir hier. Dann habe ich den Mann mit der Lampe. Mit der Lampe. Bist du das? Nein. Das bist du hier, ne? Auch nicht. Ui, ich habe es noch nicht ganz raus, wer was ist. Das hier ist sie, ist eine sie, glaube ich. Und dann bleibt ja nicht mehr so wahnsinnig viel. Aber das können wir jetzt gar nicht in einem durchstanzen. Dann muss ich zwei Anläufe nehmen. Ärgerlich, aber so ist es. So. Okay, dann haben wir die beiden hier. Das war vielleicht auch gar nicht so verkehrt, dass ich jetzt das hier gezogen habe.
Denn damit kann ich jetzt hier schon mal ein bisschen was vorbereiten an Deko. Und meine Nachfolgerinnen können das Ganze dann weiter verwerten. Ich bin auf jeden Fall gespannt. So. Für die. Na, komm her. Ich muss mir das dringend hier auf meine Magnetplatten ziehen, aber ich bin noch nicht dazu gekommen. Okay. Einmal die Stanzmaschine weg und dann wird koloriert. Und ich nehme mir... na, was nehme ich denn? Ich habe hier helles Babyblau. Ich habe hier den Farbaufheller liegen. Und mit dem Marineblau werde ich die Tür bearbeiten. So. So, und hier oben kriege ich das auch noch hin. Gespannt wie ein Flitzebogen. Wow. Jetzt muss ich Gummi geben hier. Das ist das Nachtblau. Ich muss mal gerade gucken, passt denn hier? Karibikblau passt hier auch zu. Dann kommt das hier unter den Schirm. So, und dann kommt hier helles Orchideenblau an die Türe. Hat einfach den Hintergrund, dass es doch noch mal ein bisschen heller ist wie das Nachtblau. Was ganz cool ist, ist an dem Pilz, der hält jetzt zwar auf beim Malen, aber der macht gleich auch schön was her beim Dekorieren dann. So, jetzt gehe ich hier auch nochmal mit dem Farbaufheller lang, dass das so ein bisschen so einen Used-Look bekommt. Ich hoffe allerdings, dass das jetzt hier reicht, wenn ich das einmal mache. Ah, doch, sieht schon gut aus. So, dann habe ich hier ja noch zwei kleine Wichtel. Und da nehmen wir, was nehme ich denn? Ich habe hier auch noch, ach so, nee, das ist Rauchblau, das darf ich gar nicht nutzen. Sorry, sorry. Babyblau. So, dann bekommt hier dieser Wichtel einmal eine dunkle Mütze.
Eine karibikblaue Buchse. Und dann nehme ich noch Aquamarin für das Oberteil. So, einmal braun für die Schükes. Dann haben wir einmal Elfenbein für die Händchen und das Näschen. So, und den Bart lasse ich, glaube ich, in dem Falle tatsächlich auch weiß. Ich habe jetzt hier noch Schiefergrau für die Laterne. Oh, die kriege ich aber auch gerade noch angemalt und das war es dann wahrscheinlich auch schon. So, und Osterglocke für die Lampe. So, und jetzt haben wir hier die junge Dame. Ach Gott, und die hat auch noch so komische Schüchchen hier. Eieieiei. Und so wird das, was eigentlich entspannend sein sollte, dann plötzlich gar nicht mehr so entspannt. So, die bekommt blonde Haare, also in dem Fall jetzt gelb, aber soll blond symbolisieren. Weil die Osterglocke vielleicht doch ein bisschen zu krass war. Aber hätte, wäre, wenn, ne? Jetzt ist auch zu spät. Ja, es ist so schön, man soll nicht in der Vergangenheit verharren, weil das die Zukunft beeinflussen würde. Also machen wir weiter. Und was bekommt die hier für? Die bekommt hier so ein Babyblau. Ein sanftes Babyblau. Dann machen wir auch hier mal abgesehen von der Schürze. Ah, das ist wahrscheinlich gar keine Schürze, aber gut. Das ist jetzt auch falsch ausgemalt, aber wenn man es dann beidseitig macht, fällt es vielleicht gar nicht mehr so stark auf. Und boah, hier die Hände. Und das Gesicht. Und dann haben wir noch Karibikblau für das Hütchen. Ist sowas, ne, mit dem Zeitdruck. So. Okay. Gut. Jetzt muss ich mal gucken, ob ich hier noch irgendwie was nachbearbeiten muss. So. Und hier kann ich auch noch mal über das Hütchen rübergehen und dann ist meine Zeit auch schon um. Alter Schwede. Da habe ich ja wahnsinnig viel geschafft an dem Projekt hier. Aber wie gut, dass ich mir hier meine Wichtel parat gelegt habe. So. Jetzt noch irgendwas. Uh.
habe jetzt ein paar Sekunden mehr. Oh nein. Aber. So. 15 Minuten 25 sind um. Was soll ich sagen? Die Aufgabe, benutze Blautöne, ist vollbracht. Ich habe jetzt alles Mögliche in Blautönen gemacht. Und nun ja. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht so ganz, was ich hier mit dem Zettelchen machen kann, slash soll. Ob der mitgeschickt wird oder nicht, das muss ich nochmal bei den Mädels erfragen. Aber ich denke, die Aufgabe ist erfüllt und damit kann ich das Ganze weitersenden an die liebe Selma. Und Selma hat dann die Ehre, weiterzubasteln an dieser wunderhübschen Karte hier. Jetzt weiß ich wieder nicht mehr, wie die... Oh, so. Irgendwie habe ich die falsch, oder? Gerade eben stand die doch. Was habe ich denn gemacht? Naja, also ich kriege das hier auch wieder hin. Da mache ich mir keine Sorgen. Aber das werde ich weitergeben an die liebe Selma, so es steht. Und dann bin ich gespannt, was am Ende daraus werden wird. In diesem Sinne, morgen findest du das Video von Selma auf dem Kanal Stempeluniversum. Und ja, wir freuen uns natürlich, wenn du auch da vorbeischaust, ein Like da lässt, vielleicht auch einfach ja, mal beschreibst, wie dir das ganze Format gefällt, wie dir vor allen Dingen auch dieses neue Feature mit den Umschlägen gefällt, ob du das gut findest oder eher nicht so. Ich bin auf jeden Fall wahnsinnig gespannt und ja, sage bis ganz bald schon. Also bis dahin, tschüss!